Fine Voices. Große Stimmen lesen. CSI Märchen. Die Mordfälle der Märchenwelt. Es ermitteln Tanja Geke und Christoph Maria Herbst. Weibliche Institution. Ich kann mir auch beim Heulen mit den Händchen Luft in die Augen wedeln, damit mein Make-up nicht verschmiert. Aber damit fängt man keine Mörder. Gut, sie haben die Wilhelm-Busch-Morde aufgeklärt. Hier Ritze, Ratze, Zicke, Zacke, in die Brücke eine Lücke. War doch klar, dass es eine Bohrmaschine war. Sir, es war eine Säge. Und es heißt Ritsche, Ratsche. Och, spielen wir jetzt hier Berufserfahrungsquartett oder was? Also auf meinem Kärtchen steht Aufklärungsquote märchenhaft. Wenn man von Ihren Ermittlungsmethoden mal absieht, Sir. Ich möchte da mal an Ihren letzten Fall erinnern. Na gut, wenn der Däumling meint, sich mit mir nicht unterhalten zu müssen und nur stoisch auf der Tischkante hockt. Aber Sir, was soll so ein Däumling noch aussagen, wenn nach dem Einsatz der Daumenschraube nichts mehr von ihm übrig ist? Naja, zum Schluss platzte es dann ja doch noch aus ihm raus, sozusagen. Aber wenn die Thronfurzer da oben meinen, die können mir jetzt so ein spindeliges Dornröschen wie Sie zum Aufpassen an die Hand geben, bitteschön. Sir, Ihr Telefon klingelt. Fein beobachtet. Hallo? Ja. Aha. Verstehe. Ja, natürlich weiß ich, was ein Knusperhäuschen ist. Kann man da parken? Ja, ich bring das neue Prinzesschen mit. Ja, sehr lustig. Selber. Und die Sterntaler-Wahrscheinlichkeit liegt heute bei 30%. Ihr hört 77,3, Radio Süßer Brei. Wir machen weiter mit märchenhaften Hits der 1780er, 90er... Boah, geht mir die olle Holle auf die Klötze. Sir, hier der Parkplatz. Aber wo ist das Hexenhaus? Sir, wir sind hier in einem Hexenschutzgebiet. Von hier aus müssen wir noch 7 Meilen in den Wald stiefeln. Was sollen eigentlich die ganzen Besen hier? Naja, dies ist ein Park- und Reitparkplatz. Kommen Sie, hier geht's lang. Boah, verdammt, meine schönen Wildlederschuhe. Wer zur Hölle schmeißt Brotkrumen in ein Hexenschutzgebiet? Das können Sie gleich alles schön mit Ihrer spitzen Zunge aus meiner Sohle kratzen. Sir, bei dem Opfer handelt es sich um eine alleinstehende alte Hexe, Alter Mitte 600. Anscheinend wurde sie bei lebendigem Leib in diesem Ofen verbrannt. Oh Gott, wer ist zu sowas in der Lage? Schauen Sie sich das an. Lecker. Sir, Sie können die Dachziegel nicht essen, solange die Spurensicherung noch nicht fertig ist. Fahren Sie fort. Nein, einen kleinen Fiat. Aber zurück zum Fall. Die alte Frau hatte eine Abnormität auf der linken Schulter in Form einer schwarzen Katze. Außerdem sei sie sehr tierlieb gewesen, berichten die Waldvögel. Verstehe, sie war gut zu Vögeln. Sir, dieser Witz hat so einen Drosselbart. Also, ich stelle mir die ganze Sache so vor. Die alte Dame hatte Backtag. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Holz?